Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Video nennen werde. Ich wurde aber von einigen Leuten auf Instagram vor allem gefragt, also ich soll mal ein Video darüber machen, was es jetzt hier auf sich hat mit diesem, womit ich euch öfter in den Instagram-Stories belästigt habe, also im Sinne von, der sortiert sein Hauptarchiv neu. Ja, will ich nur mal einfach mal ein paar Worte zu sagen, wie es dazu kam, wie das früher war und in welche Richtung das jetzt geht und so weiter. Einfach so ein paar Worte. Ich mache kein Video darüber, wie ich hier über dem Boden über irgendwelchen Stapeln krabbel und die dann einsortiere. Das ist ja langweilig. Das ist vielleicht ein bisschen lustig manchmal, aber im Grunde langweilig. Ich will einfach darauf eingehen, wie ich das hier vorher so ein bisschen sortiert habe. Das ändert sich auch immer mal. Ich bin ja immer mal unzufrieden. Das immer alle paar Jahre bin ich mal unzufrieden und dann schmeiße ich das wieder über den Weg. Da wäre übrigens auch eine Überlegung, fällt mir gerade ein, vielleicht jedes Mal ein Video darüber zu machen, wenn ich es wieder neu gemacht habe. Und dann könnt ihr mal, dann lege ich eine eigene Playlist dafür an und dann seht ihr über die Jahre, ey, der hat immer alle paar Monate das geändert oder so. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal so weit hält. Ich bin hier auch noch lange nicht fertig, weil ich ja so ein bisschen auch andere Sachen zu tun habe. Und ja, also hier bei dem Regal, in diesem Regal haben sich erstmal hauptsächlich befunden, Softcover, also die klassischen Trades, die ihr kennt, und auch Hefte und früher auch diese Alben von Ihapa, Condor. Die habe ich aber schon seit einiger Zeit, ich weiß aber jetzt nicht, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, auf dem Regal. Da habe ich so Ordner stehen und da sind diese ganzen Alben drin. Dieses ganze Ihapa-Zeug, Condor, die Alben von Condor zumindest, dann Hethke, diese Hethke-Alben, die man ja so ein bisschen vorsichtig behandeln muss. Das ist alles auf dem Regal. Und im Regal habe ich dann immer diese ganzen Trades erst gehabt. Nacheinander, also erst DC, dann Marvel Trades und dann, als die Trades fertig waren, habe ich dann angefangen, die Fächer mit Heften zu füllen. Auch wieder DC und dann Marvel und so weiter. Und jetzt ist es aber ja über die Monate und Jahre in letzter Zeit so gekommen, dass ich mir einiges neu gekauft habe. Und bei mir war es immer so, dass ich eigentlich das immer so gehandhabt habe, wenn ich was neu kaufe, dieses Zeug, das stelle ich dann ja hier vor, in so in diesen berühmt-berüchtigten Einkaufslisten, dann kommt es auf den Lesestapel, dann lese ich das und dann wird das einsortiert. Na, und dann irgendwie nach einer Zeit lese ich das vielleicht nochmal oder so und so weiter und so fort. Normalerweise kommt hier aber nichts rein, was ich nicht mindestens schon einmal gelesen habe. Das habe ich jetzt aber anders gemacht, weil ich kam da nicht voran mit dem Lesen, mit dem Kaufen, aber schon. So, das bedeutete, ich hatte immer mehr Stapel. Und dann habe ich wieder ein bisschen was gelesen, habe ich so viel gelesen und so viel wieder gekauft. Und ja, das musste sich ändern. Deswegen habe ich gesagt, das muss jetzt alles auch schon ins Regal, wenn ich es noch nicht gelesen habe. Dann schreibe ich mir eben auf oder ich habe das eigentlich auch so im Kopf, aber ich mache mir auch Notizen. Was hast du denn jetzt dir geholt und was hast du davon noch nicht gelesen? Kommt trotzdem ins Regal, wird dann eben rausgeholt, wenn es gelesen wird. So, jetzt hatte ich aber die Problematik, dass ich natürlich vieles nachgekauft habe, also nicht nur Neuware gekauft habe, neues aktuelles Zeug, sondern auch vieles von früher. Das heißt, das muss an eine andere Stelle als die Neuware ja sozusagen. Also ich kann das ja nicht einfach hintereinander, könnte ich schon, aber dann ist es ja noch durcheinanderer. Und dann war die Problematik, ja, das musst du jetzt aber dazu sortieren, das musst du dann irgendwie dazu sortieren und das müsste eigentlich in Fach 5, das müsste aber in Fach 4, dann musst du aber alles verschieben. Ja, und dann habe ich mir gesagt, ich muss das alles komplett neu machen. Dann war es so, dass ich hier eigentlich die Ordnung hatte, wie gesagt, Ehapa, Hethke, das ganze alte Zeug da oben, also albenmäßig, Taschenbücher sind nochmal woanders.
Und Hardcover gibt es hier auch nicht. Es stehen hier oben noch ein paar, die werden aber noch aussortiert. Die sind in meinen, da habe ich so ein Nebenarchiv, da sind nur Hardcover drin. Ja, wie dem auch sei. Ich habe dann natürlich, ich habe, meine Ordnung war dann erst so, dass ich gesagt habe, ey, also ich mache erst das alte Zeug, also Carlsen. Was war nach Ehapa und Hethke, was hat richtige Trades dann gebracht? Carlsen. So, ich hatte ein paar Carlsen-Bände, dann habe ich gesagt, jetzt kommt hier erstmal komplett das Carlsen-Zeug rein. Dann habe ich mir ein bisschen was von Carlsen noch nachgekauft, was es eben woanders bei den Panini oder so dann nicht mehr neu aufgelegt wurde. Das habe ich mir teilweise noch nachgeholt. Manchmal habe ich mir auch Sachen nachgeholt von Carlsen, die bei Panini schon neu aufgelegt wurden, aber dann war es so eine preisliche Sache, wie dem auch sei. Ich habe was nachgeholt, hätte das dann also dazu sortieren müssen. Habe ich dann teilweise auch gemacht. So. Ich hatte das dann eben so aufgebaut, wie gesagt, Carlsen, dann hatte ich die Dino, kam ja die Dino-Schiene, da habe ich dann diese ganzen Specials und so Sonderbände oder vor allem die Dino-Sonderbände dann gelistet und danach kam Panini. So. Und jetzt, und innerhalb von Carlsen und innerhalb von Dino und innerhalb von Panini ging es natürlich dann nach Charakter. Sagen wir mal Superman, dann Batman und so weiter. Aber die Verlage waren getrennt. So, jetzt habe ich das aber alles geändert. Ich kaufe ja, wie soll ich das erklären? Ich habe ja in meine Sammlung springt ja auch zwischen den Formaten teilweise oder zwischen den Verlagen auch. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel Sachen vom Panini Verlag, war mal neu aufgelegt und die Vorgeschichte dazu oder was dazu thematisch passt oder da eben davor stattfand. Habe ich dann von Carlsen. Früher stand das im Regal dann eben auseinander, ne? Weil irgendwo da war Carlsen, dann kam irgendwie Dino, dann kam irgendwie erstmal Superman von Panini, dann war es vielleicht was von Batman, das kam dann aber später. So, jetzt bin ich aber hingegangen, habe gesagt, nee, ich mache jetzt alles nach Charakter. So, das fängt mit Superman an bei mir, DC, weil ich ja mit Superman, wie ach, viele wissen, da reingefunden habe. Dann kommt Batman, dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, Green Lantern oder so, Flash, dann kommen die Justice League, Teen Titans und so weiter und so fort. Also nach Charakteren, also erst Einzelcharakteren, dann Gruppen. Dann habe ich mir überlegt, oder ist es ja so, dass ich innerhalb der Charaktere, das habe ich auch vorher schon gemacht, natürlich nach Zeiträumen gehe. Also das ist jetzt Material aus den 80ern, dann kommen 90er, 2000er und so weiter. Aber dann hatte ich jetzt die Problematik, dass ich teilweise, zum Beispiel bei Daredevil, es ja so ist, dass es dem seine Origin schon mehrmals neu erzählt wurde. Man kann Daredevil Gelb auch als Origin Story sehen, man kann den Mann ohne Furcht als Origin Story sehen. Wie mache ich das dann? Zum Beispiel Mann ohne Furcht, Frank Miller. In den 90ern hat er die Origin neu geschrieben. Nochmal neu definiert. Er hat aber seinen Run, ist aber aus den, hat glaube ich, in den späten 70ern angefangen, dann in die 80er rein. Sein erster großer Run, dann hatte er eine Pause, dann in Mitte der 80er oder Ende der 80er kam nochmal hier Auferstehung. Und dann hat er ja nachträglich nochmal die Origin sozusagen neu definiert. Das heißt, für mich ist es dann so, das ist ja eigentlich in den 90ern dann passiert und das andere war alles 80er, müsste also erst 80er, dann Origin. Aber das habe ich dann anders gemacht. Ich habe dann gesagt, ey, die Origin kommt davor. Das ist dann so eine Origin vom Charakter und dann zeige ich, dann sortiere ich mir dahinter, was so gelaufen ist nach den Jahren. Genau wie mit Daredevil Gelb. Das ist von Anfang der 2000er, glaube ich. Ja, um die 2000, 2001 so. Das kommt auch davor. Und das habe ich auch bei anderen Charakteren teilweise gemacht, dass zum Beispiel irgendwelche Origin wurden neu aufgelegt und vielleicht ist das die einzige Origin, die ich von einem Charakter habe oder so, oder die für mich wichtige, dann sage ich, ey, die packe ich an den Anfang. Auch wenn die auch wenn die von den Jahreszahlen her später gemacht wurde. Ne? Also solche Sachen versuche ich. Dann habe ich so die Problematiken, wo ich mir dann eben Gedanken darüber gemacht habe. Ich wollte das eben so, dass ich diese Charaktere alle mache, dann von DC, dann von Marvel, beziehungsweise erstmal von DC die ganzen Charaktere, dann
die Events alle zusammen, dass ich mal sagen kann, ey, hier habe ich meine wichtigsten Events von DC. Jetzt habe ich es aber teilweise zum Beispiel so gemacht, Green Lantern ist so ein Fall. Da hast du dieses Event Blackest Night. Betrifft das ganze DC-Universum, aber ist zum Hauptteil ein Green Lantern-Event eigentlich. Also die Green Lanterns, beziehungsweise überhaupt die ganzen Lanterns stehen ja im Vordergrund. Deswegen habe ich dieses Event dann in meine Green Lantern-Reihen einsortiert, wo es zeitlich passt, ne? Und es eben nicht zu den anderen Events gestellt. Und so solche Sachen, ne? Darüber mache ich mir Gedanken. Und das ändere ich dann mal, ab und zu mal und so weiter. Dann habe ich auch früher das so gemacht, dass ich irgendwie deutsche Trades, die ja hier 80, 90% ausmachen, und die englischen Trades separat gemacht habe. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich sage, weil ich habe mittlerweile einige Sachen mir auf Englisch geholt oder auch früher schon auf Englisch geholt, die so gewisse Lücken zu meinen deutschen Sachen schließen. Und jetzt mittlerweile mache ich das so, dann haue ich eben das englische Trade dazwischen, weil ich sage, hier, das ist genau thematisch das und dann geht es hier weiter. Oder das erklärt das und so, ne? Deswegen steht das auch teilweise zusammen. Und das werde ich euch im Einzelnen natürlich in den einzelnen Folgen über meine Comic-Sammlung, die ich mal wieder angehen muss, wenn wir dann da an den Stellen sind, nochmal sagen. Aber das sind so die Problematiken, mit denen ich mich rumschlage. Dann ist es so, dass ich auch die Idee hatte, dass meine ganzen, was ihr immer seht, von Eagle Moss oder Hachette, diese Hardcover, die ich mir nachhole, das sind ja oft Lücken, die ich schließe. Sachen, die mich interessieren oder die ich in anderer Form nicht gefunden habe, beziehungsweise die da teurer wären oder was weiß ich. Oder überhaupt, es gab ja auch einige, auch bei Eagle Moss gab es einige Sachen, die überhaupt nie auf Deutsch veröffentlicht wurden vorher. Und damit habe ich zum Beispiel bei Superman, habe ich damit ein paar Lücken geschlossen. Zwischen den Sachen, die ich von Hethke hatte und bevor meine Carlsen-Sachen anfangen. Diese Zeit, Anfang der 90er, da gab es so ein paar Sachen, die sind auf Deutsch gar nicht erschienen vorher und die sind jetzt in Eagle Moss, sind da Sachen von erschienen. Und deswegen war ich da eben am Überlegen, diese Sachen auch dazwischen zu sortieren. Aber dann hätte das alles hier nicht mehr gepasst. Dann musste ich mir auch noch überlegen, fällt mir gerade ein, natürlich habe ich zum Beispiel bei Superman, habe ich dann irgendwann auch aufgehört und gesagt, jetzt ist Schluss mit Superman. Und die neuen Sachen von Superman, die kommen woanders hin, weil ich da ja noch ständig was kaufe. Und wenn ich das jetzt hier in Fach 4 oder was einsortieren würde, oder Fach 3 oder 2, ist ja egal. Und die neuen Sachen, und ich würde mir davon nachkaufen, müsste ich ja immer alles wieder verschieben. Das ist mir zu viel Arbeit. Ich bin ja jetzt zum Beispiel, habe ich gesagt, ich gehe dann bis New 52. Werde das jetzt aber wahrscheinlich nochmal ändern. Ich werde noch die Rebirth-Sonderbände, weil ich die jetzt alle habe, noch reintun und dann ab Bendis sagen, Bendis kommt woanders hin. Ja, das ist mal so ein kleines Talk-Video zu diesem ganzen Sortieren. Da würde mich natürlich mal interessieren, wie das bei euch ist. Wie sortiert ihr natürlich meistens wahrscheinlich nach Charakteren? Dann reißt ihr so Reihen auseinander. Das habe ich nämlich jetzt gemacht. So Reihen wie Marvel exklusiv oder 100% Marvel, 100% DC, die verschiedene Charaktere ja drin haben. Die habe ich teilweise jetzt auseinandergerissen, die Reihen. Zum Beispiel Marvel Exklusiv. Meine Daredevil-Sachen stehen bei Daredevil. Und ich habe von Marvel Exklusiv aber noch andere Sachen über X-Men oder was weiß ich. Das steht zum Beispiel bei den X-Men. Ja? Sowas, weil bei manchen, so habe ich es früher auch gemacht, die haben dann ihre ganzen Marvel Exklusiv nebeneinander. Ich glaube, Kane hat das auch so. Ich habe doch gar nichts dagegen oder so. Ne? Also, wie gesagt, so habe ich es auch gemacht. Aber jetzt habe ich das anders gemacht. Also bei mir sind sowohl die Verlage jetzt auseinandergerissen, zum Teil, wie es passt. Und zum Teil sind auch die einzelnen Reihen, die mehrere Charaktere beinhalten und immer wieder andere Charaktere gefeatured haben, auch auseinandergerissen, weil sie dann zu den Charakteren dementsprechend stehen. Das bedeutet, im Laufe, wenn ich euch diese ganzen Comic-Sammlungen hier vorstelle, werde ich euch
sozusagen kann es sein, dass ihr dann am Anfang was von Carlson findet und in Folge 4, 5, 6 nochmal was von Carlson kommt, weil es dann um einen anderen Charakter geht. Oder von Marvel exklusiv immer mal wieder auftaucht. Oder 100% Marvel, 100% DC, DC Premium, diese Reihen eben. Ne? Ja, und mich würde eben interessieren, wie ihr das da macht. Eben genau diese Sachen, ne? Reißt ihr sowas auseinander? Wie springt ihr, wenn ihr was von anderen Verlagen habt? Das ist ja vor allem jetzt natürlich für die Leute, die jetzt schon länger dabei sind und sowas länger sammeln, weil viele neue natürlich nur Panini-Sachen haben. Da fällt das dann natürlich gar nicht an, dieses Problem. Ja, ne? Solche Sachen würden mich eben interessieren. Schreibt mir erstmal rein. Und dann lasst uns mal darüber so ein bisschen diskutieren. Vielleicht habt ihr ja auch noch so ein paar Ideen oder ich sehe bei irgendeinem, das kann auch passieren, ey, so wie der das macht, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Das finde ich ja optimal und so. Ja, wie gesagt, Hardcover und Softcover auseinander oder wenn es zusammengehört, zusammen. Wie gesagt, die Hefte will ich auch hier komplett raus haben, was noch nicht ganz gelungen ist, aber da mache ich auch Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel ein paar Sachen, da habe ich so ein paar Hefte von, den Rest als Trades, wenn es dann in Trades überging oder wie auch immer, habe ich die Hefte zu den Trades natürlich noch gepackt und so weiter und so fort. Sowas einfach mal reinschreiben, wie ihr das da handhabt. Das würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen drüber diskutieren könnten, uns austauschen könnten. Und dann sage ich mal, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.